Yeah, dudes, what's hangin'? Dennis ist wieder hier mit weiteren Smash Bros. Shenanigans. Ich probiere mich hier gerade ein bisschen an Lukas. Hab hier einen Falco gefunden. Und ich schicke näher. Die Attacke ist so cool. Ich will mal ein bisschen von meinem eigentlichen Trio weg und mal ein bisschen mehr andere Charaktere zocken. Und da habe ich mir gedacht, so, boah. Lukas ist cool, den finde ich nice, der spielt sich irgendwie, keine Ahnung, der ist geil, der spielt sich halt so floaty und so, und der fliegt strange durch die Gegend, das ist schwer zu kontrollieren in meinen Augen ein bisschen, vor allem zum Retten halt, aber mein Gott, ey, ich finde seinen Attackenhammer, und er hat die stärkste Attacke im ganzen Game, sein Upsmash ist desaströs, das ist super, super krasser Shit, ey. Und mal sehen, und, ah yeah, korrekt. Und der Taunt? Ernsthaft? What? Oh, der Gegentaunt. Okay. Ich bin noch nicht raus, Alter. Ich bin noch nicht raus, ey. Wenn, dann bitte tu das. Heb es dir auf, wenn... Ja, genau. Genau dann macht man es. Perfekt. Scheiße. Da ist er, Mann. Da ist er. Oh, der ist so fies. Der ist so desaströs. Ich glaube, wenn er voll aufgeladen ist, sind das 35% oder so, die der zieht, ey. Das ist echt hart, ey. Kein Wunder, dass Leute angepisst sind, wenn er ihn trifft. Und dann noch einmal, komm schon, up smash for days, come on, let's go, na, schick, und a bounce, der Backer ist so gut, damit zu spiken, so geil, ah, herrlich, ey, rasiert, mein Freund, rasiert, ha, ich bin kein Arsch und gehe nach dem ersten Match, was ich gewonnen habe, direkt raus, nur wenn es Leute sind, die extrem am Ruckeln sind, so ungefähr, aber, Ich mag das halt hinzugehen und den Leuten auf jeden Fall mehr als ein Game zu geben. Also wenn dann immer das Best of Three. irgendwie bin ich heute ein bisschen durch, ey. Sorry. Spiegelt sich übrigens jetzt auch wieder in dem, wie ich hier gerade spiele, weil das Rematch lief nicht gut, ey. Das war nicht so meine beste Glanzleistung, aber hey, ich bin wenigstens fair gewesen und habe die Möglichkeit gegeben, halt den Sieg gut zu machen und Bounce mich zu spiken. Yeah, die kleinen Verbeugungen, ah, das ist so cool, weißt du, so respektiert man sich wenigstens in dem Game, das ist cool, ich wusste so, bam, er wollte seine Rache haben, er hat sie gekriegt so, und dann war auch gut, ey, deswegen, ich finde, das gehört dazu, und es gibt so viele Assis online, das ist so uncool, ah, die gehen hin, die machen ein Match so, und wenn sie gewinnen, sind sie dann auch direkt wieder weg, und ich finde das so scheiße, ich stehe dann da, yeah, cool, ich darf nicht. Ich darf mir nicht die Revanche holen. Was für ein Assi, ey. Ah, naja, egal. Smash Community ist ein bisschen fies geworden online. Also man hört auch so viele... Bin ich weg? Nein. Man hört so viele miese Beschimpfungen da. Das ist unglaublich. Also das macht einem das auch so ein bisschen kaputt. Es ist leider selten, dass man halt Leute findet, mit denen man halt auch wirklich längere Matches hintereinander macht so und sich gegenseitig respektiert, weißt du, anfangen zu taunten und so, halt ganz zu Anfang, um ja zu zeigen, ja, yeah, das ist klar, das ist cool und ja, yeah, wir haben Spaß und ja, yeah, das fehlt mir irgendwie. Es gibt viel zu wenig korrekte Leute, habe ich das Gefühl. Viele sind halt wahrscheinlich auf ihre yeah, Stock und Kill Ratios und oh yeah. Schade für mich. Gut für ihn. War ein nettes Match, ey. Ich gönn's ihm. Vor allem mit dem Spike. Er hat seine Rache gekriegt und darum geht's eben, ey. Und es geht direkt weiter mit einem Mario-Kämpfer. Okay, mal sehen, was der Junge drauf hat. Da. Ich hab getauntet. Ich weiß gar nicht warum, ey. Oh, der Nair. Und der Nair. Schade. Den kann man so gut anbringen. Oh, yeah. Fuck you. Seine Kombi, bitte in Anführungszeichen. Ich hasse das. Der Up-Tilt von Mario, das ist so langweilig. Immer die ganze Zeit, jo. Richtig zum Kotzen, ey. Damn you. Danke, brauche ich auf jeden Fall. Das ist so geil. Ah. Das zieht sich, glaube ich, durch das ganze Match durch, ey. Da, näher, so gut. Short Hop, näher, bam, Up-Smash. Ah, so schön. Und der Forward-Smash. Zack, ah, da hat er sich jeden Fall daraus befreien können, dank seines Feuerballs, ja? Backthrow, okay, und spiken, na, viel zu hoch gesprungen, keine Ahnung, was das sollte, das habe ich noch nicht ganz so raus, ey, das, halt mit den Sprüngen, Short Hops und so weiter, und vor allem auch das mit dem, ganz schnell nach unten gehen, so,
Das ist ein bisschen schwer. Schön ausgewichen. Schön gecancelt. Oh, da ist der Back Air. Leider nicht anbringen können, um zu spiken. Ah, dammit, ey. Und da, ja, tappen. Boah, tappen ist auch so eine wichtige Sache. Scooby, yay. Wenn ihr hingeht und, ja, geworfen werdet, da halt, ihr knallt hin. Ihr knallt auf den Boden. Aber ihr könnt das halt verhindern, dass ihr, aufkommt. Und erstmal bewusstlos auf dem Boden liegt und angegriffen werden könnt, indem ihr einfach Schild drückt. Wenn ihr Schild in einem richtigen Moment drückt, während ihr gerade aufkommt, dann könnt ihr halt hingehen und euch wegrollen. Schöner Näher. Eine Rolle erwartet, deswegen wieder der Upsmash. Ja, deswegen, das ist ganz wichtig. Und mein Peak Freeze geht die ganze Zeit mega daneben. Ich muss weiter hinten stehen, um dann. Und ich werde auch permanent von seinen. Von seinen Feuerbällen getroffen. Oh, damn. Ich komme vor wie ein Anfänger. Im Grunde bin ich, was das angeht, auch mit Lucas ein Anfänger. Wie gesagt, ey, ich hab das Game seit einem Jahr, wirklich halt seit Release, direkt gekauft. Und ich habe am Anfang halt alle möglichen Charaktere durchprobiert. Und keine Ahnung, irgendwann natürlich schnell festgestellt, also schon als Mega Man vorgestellt wird, ich muss Mega Man zocken. Und ich muss Mega Man auf jeden Fall so weit trimmen, dass ich mit dem richtig, richtig gut werde. Und ja, ich glaube 36 Stunden habe ich mit ihm bisher auf dem Kerbholz und das sollte auf jeden Fall heiß. Oh, gute Forward Air, guter Down Smash, bin ich weg. Mit Mega Man halt hingegangen und ihn wirklich, wirklich lange gespielt. Und jetzt ist mal echt Zeit, nach so langer Zock-Session mal die ganzen anderen Charaktere durchzuprobieren. Allein, weil ich euch hier ein bisschen was Abwechslungsreicheres bieten will, als nur die drei Charaktere, die ich wenn spiele, so. Natürlich will ich halt auch hingehen und ein bisschen was Interessanteres machen. Wow, ich habe seinen Feuerball mit meinem tollen Upsmash gecancelt. Das ist ganz toll, hat sich gelohnt, Dennis. Oh Mann, doofer Punish. Ich habe gedacht, der rollt in mich hier hinein. Das kann natürlich auch laggy sein. Aber egal. Yeah. Ah, ich wollte ihn zurückhauen. Ärgerlich. Backthrow, komm schon. Ah, das kann nämlich auch spiken, sein Down Air. Der ist auch richtig, richtig gut, ey. Nope. Er will mich ebenfalls weghaben. Schön nach unten hauen. Nichts da, Mario. Da! Ho! Home Run! Weg damit! Damn! Home Run! Bye bye! Definitiv, ey. Alles cool. Ich mag sein T-Shirt mit dem Pixelhund. Okay, wer steht als nächstes auf dem Plan? Mario! Nice, okay. Oh, wir taunten. Okay. Ja, wir taunten. Ah. Scheiß Motorrad. Oh yeah, Back Air. Mit so einem schicken Short Hop. Das ist super gut, ey. Und da sein Down Tilt. Wunderbar. Damn. Oh, der. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Der hat irgendein Fable für sein Motorrad. Und vor allem da an der rechten Seite. Das, oh mein Gott. Der hat mich so angereizt, der Typ, ey. Definitiv, da fängt er schon an. Ich weiß nicht, was er da die ganze Zeit vorhatte. Und da erstmal schön den Upsmash, Meister. Komm schon, get crystals in your face. Alter, Reifen fressen, ey, wie ungesund. Da endlich mal setzen können. Und Bounce, Upsmash. Oh, das tut so weh. Das tut so weh. Sau gut. Sau geil. Ah, ne, er macht nicht nochmal denselben Fehler, da nochmal reinzuspringen. Ah, okay, jetzt nach links rum. Kein Thema. Ja, Wario ist geil. Der spielt sich auch ziemlich floaty. Man hat richtig gutes, man kann ihn gut in der Luft kontrollieren. Ich finde den Hammer. Ich habe ihn im Brawl auch viel gespielt, ey. Ah, sau gut. Okay, no. Ah, Wichser. Will er mich fressen hier? Nichts da. Oh, habt ihr gesehen? Er wurde sogar von seinem Motorrad irgendwie aufgehalten. Ich habe keine Ahnung. Oh, sau geil. Mit dem Nerv von seinem Motorrad runtergeholt. Das war sick. Sicker Shit. Awesome, awesome. Haha. Weg damit. Bloß nicht noch mehr fressen. Weil der Junge kann damit hingehen und seine Energie regenerieren. Und da. Er will mich die ganze Zeit. Guck mal, er versucht mich da aufzuhalten. Bam. Erstmal das kaputt machen. Ja, okay. Das ist Punish. Okay. Wieder mit seinem Motorrad. Ah, damn you, ey. Komm schon. Upsmash. Nein, Forward Smash. Okay. Wieder nach rechts geworfen. Mein Gott, ey. Oh, sein Furz ist aufgeladen. Okay. Vorsicht. Vorsicht vor seinem gasigen Arsch, ey. Okay. Nope. Und wieder rechts. Natürlich. Immer noch nicht tot. Alter, Leute, ich bin bei 149%.
Damn, jetzt wird's echt eng, ey. Okay, nach links hin. Mal Abwechslung. Okay, er macht dieselbe Scheiße da. Okay. Er ist auch noch nicht tot. Ich will ihn spiken. Oh, Magic Hands. Okay, okay. Ausweichen. Yeah, back throw. Auch er stirbt noch nicht. Oh, okay, Punish. Komm schon, komm schon. Up Air. Ach, Up Smash. Nein. Okay, Peak of Fire. Und BAM! Reingerannt der Spike. Ich wollte dich auf der rechten Seite runter haben. Du wolltest mich auf der rechten Seite runter haben. Ich hau dich auf der rechten Seite runter. Ah. Awesome. Awesome. Yeah, genau. Danke für den Applaus. Danke, danke. Manege auch für den nächsten Kampf. Lucas versus Mr. Game & Watch. Ah, so geil. Ich hab den... Ah, oh, Mr. Game & Watch, der ist so cool. Ah, Millie. Ich hab ihn geliebt. Das war der vorletzte Charakter, den man freigespielt hat, vor Mewtwo. Mewtwo sagte. Und Mr. Game & Watch war die Überraschung für mich. Das war... Wow. Ein 2D-Charakter, ich meine, wow, ich stehe so mega krass auf 2D und Oldschool-Charaktere und vor allem diese ganzen Wacky-Charaktere, ich meine, oh, okay, ja, habt ihr es gesehen? Er hat meinen Peak Freeze erstmal schick in seinen Topf gepackt, in his Bucket, Mr. Bucket. Wir wissen, das machen wir nicht nochmal. Yeah, ich liebe den, der Kerl ist Hammer. Es fliegt zwar super schnell auch raus, einer der leichtesten Charaktere, aber seine Moves, sein Aussehen, seine... Ah, es ist alles, das passt, das ist so geil. Danke Sakurai für die geilsten Charaktere, ey. Deswegen Rob und Duck Hunt Duo und... Oh, schick, das war die 8. Fuck. Und der Up Smash, fuck. Oh, man. Guck dich seine Animation an, wenn er rennt. Und oh yeah, der Up Smash, bam. Und auch da. Ja, taunt, korrekt. Ich liebe den, das ist so geil. Oh, die 1, nichts da. Kriegen wir noch eine 9 zu sehen? Ich hoffe nicht. Ah, ne. Hat leider nicht funktioniert wie bei Wario. Und das ist auch eines von Mr. Game & Watch Abfolgen, ey. Down Throw und dann direkt in den Side B. Ah, und da weiß er schon, ah, ne, ich mach den Scheiß nicht mit. Da springt er mir hinterher, ey. Auf keinen Sinn. Okay, okay. So, ich bin in Führung. Guter Näher. Nice. Ah, oh, Grab, okay. Naja, das war die falsche Seite, Alter. Ah, die Schildkröte. Nichts da. Ah, hey, ich bin Ness. Ich bin nicht Mr. Game & Watch. Auch wenn es sich so anhört, als würde ich hier für Mr. Game & Watch cheeren. No. Backthrow, komm schon. Weg mit dem guten alten 80er-Jahre-Maskottchen. Okay. Yeah! Den habe ich nie angebracht. Yeah, der Down Smash. Bam! Shite sicke Shida. Awesome. Yeah, das war gut. Guckt euch seinen Klatschen an. Ah, so süß. Okay, Pika. Okay, ein bisschen was gegen das Choo-Choo-Mon. Alles klar, Backthrow. Mal sehen, was wir so reißen können. Pikachu ist cool. Habe ich bisher allerdings so... echt viel zu wenig gespielt. Keine Ahnung, irgendwie hat mich das nicht so angetönt. Da spiele ich sogar lieber Mewtwo. Ich hab mit Pikachu auf dem N64 angefangen. Das war eigentlich so auch mein Grund, warum ich unbedingt Smash Bros. Spielen wollte. Ich wollte mit Pikachu spielen. Man hat Pokémon Stadium und so weiter gespielt, aber der war gefährlich, der Blitz. Aber man konnte halt nie in Echtzeit spielen und es war so cool halt als Pokémon-Fan hinzugehen und mit einem Pikachu oder mit einem Pokémon selber halt hinzugehen und zu zocken. Nein, ich habe nicht Pummeluff gespielt, ich habe Pummeluff nur verprügelt, falls euch das fragt. So, ich fand nicht alle Pokémon cool. Oh, hat er sich gekillt. Ärgerlich, da hat er den zweiten Dings vergessen. Okay, oh, gut ausgewichen, schick. Okay, da ist wieder der Down Smash, der eben Mr. Game & Watch zum Verhängnis wurde. Okay. Oh, der Blitz, da muss ich echt drauf aufpassen. Ja, genau der. Schade, funktionierte nicht nochmal. Das ist... Ja, sie haben es ganz gut gemacht, Doch, ich muss sagen, ich mag den. Bam, back, okay. Kein Ding. Wir können damit umgehen. Na, viel zu langsam. Wenn man sich die Geschwindigkeit von Pikachu reinzieht und dann die Trägheit von dem Up Smash. Oh Mann, ey. Lukas, du musst auf jeden Fall schneller werden, was das angeht dafür. Ah, ist alles gut. Das passt. Okay, ja. Ah, okay, hält mich schick in der Luft.
Nichts da, ein paar Jabs. Down Air, okay, Back Throw, no way. Oh! Versucht er mich da wegzuhauen. Okay, no. Komm schon. Komm schon. Ah. Da ist er. Oh, damn. Und der zweite. Fuck you. Wollte ich den dritten. Und ha. Da habe ich dann endlich mal gecheckt. So, shit. Leute, kann ich nicht auch hingehen und den Blitz einfangen? Ich habe es bisher noch nicht hingekriegt. Aber das geht auf jeden Fall. Das, yeah. Muss ich mal öfter anbringen. Das ist bestimmt hilfreicher. Das nächste Pokémon. Und da haben wir es auch schon. Das Pummel-Ove. Oh Gott, ich hasse das kleine puffige Puff-Puff-Ball-Ding. Puff-Puff. Und direkt erstmal den Up-Smash. Seht ihr das? 24%, ey. Hui, das tut weh. Weg mit dir, komm schon. Ich will das kicken. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr irgendwen so richtig verprügeln wollt? Pummel-Ove ist irgendwie immer so ein Fall gewesen, ey. So, wenn ich an früher denke, ey, oh, gute alte Zeiten, ne? Mit Freunden Alex und Christoph und Vido und so hingehen und Smash Bros. Zocken. Und das, was immer verprügelt wurde, wenn man keine vier Leute gerade vor der Konsole war, hingehen und Pummel-Ove als Gegner einstellen. Und es sind Brandstecken, ey. Wir nannten es das Latex-Pokémon. Weil, ja, es ist ein Ballon. Oh, der Rest! Oh, so sorry for you. Selber schuld. Du verdienst es nicht anders. Ich mag dich nicht. Und schon wieder der Upsmash. Yeah! Damn, komm schon. Puff, puff. So geil. Ja, wo war ich? Ja, man hat Pummel-Ove permanent verprügelt. So wie ich das hier jetzt auch gerade machen werde. Oh, zieh euch das rein. Willst du mich zum Schlafen bringen? Gegen Anschilden und Bounce! Hat mich sogar noch getroffen, ey. Okay. Da wollte ich schon wieder in Upsmash setzen, ey. Von wegen richtig demotivieren. Oh, damn. Damn. Girl, what the fuck? Okay, näher, ja. Ein paar Jabs. Jabs von Days und nichts da! Oh, und er hat mich sogar noch einschläfern können, ey. Schicker Finish Screen. I'm so sorry. Not! Oh, ich mag das Vieh nicht. Ich hasse es. Alright, and the final stage. I can really feeling it. Ach, Schulk. Ich mag den Typen ebenso wenig, ey. Da finde ich Pummel-Ove sogar noch irgendwie nicht wirklich cooler, aber ich weiß nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit seinem Menados und so bisher noch nicht warm geworden bin und dass mir die ganzen Leute im For Glory halt so mega auf den Sack gehen mit ihrem Nair. Und das ist so fies. Die können dich mit dieser scheiß Reichweite, zieht euch das rein, sein Down Smash. Sind erstmal drei Kreise, die er zieht, und wow, der hat so eine Reichweite. Das ist unglaublich. Ich hasse ihn. Ich finde ihn echt fies. Vor allem, dass er halt, wie gesagt, mit dem Menados hingehen kann und seine ganze Scheiße verändern kann. Er kann jetzt da, bam, mit Smash-Angriffen halt anfangen, so, okay, er hat dann auch die Möglichkeit, halt schneller weggesmashed zu werden, so. Er kann aber auch noch hingehen, sich, bam, bye-bye, I can really feeling it, that you're gonna lose. Ah, damn, dass er eben halt auch sich schwerer machen kann, und damn. Da ist es, das Schild, er wollte, okay, ich dachte, er nimmt es, wär dumm. Naja, er nimmt erstmal den Buster, den Schmetterschlag. Ich muss das Game unbedingt auf Englisch stellen, weil so viele Begriffe benutze ich dann auch nur im Englisch, ne? Macht es mir ein bisschen einfacher, ist ein bisschen unkomplizierter, Schmetterschlag. Okay, Deutsch ist natürlich auch toll. Buster hört sich auch cool an, und der Upsmash. Okay, almost gleich, oh, näher. Und nochmal der näher. Komm schon. Oh. Man will immer zu viel. Wenn es läuft, dann läuft. So, und man will's am Laufen halten. Wisst ihr, was ich meine? Definitiv. Smash und. Korrekt. Den konnte ich nicht mal auf Abstand halten. Ich dachte, ich kann ihn auf Abstand halten. Und. Oh, wäre ich nur ein bisschen weiter rechts gewesen, ich wär weg, ey. Wahrscheinlich. Ziemlich ärgerlicher Sheet. Und ich fall direkt rein. Dennis, was mache ich denn da? Was tun wir hier? Okay, jetzt kommt. Komm schon. Ich dachte, ein Grab. Wäre toll gewesen. Mit einem Backthrow. Kommt er jetzt? Nee, Front Throw, okay. Okay. Kein Spike mehr. Vielleicht
vielleicht nicht richtig eingegeben und ich stelle mich schon wieder anders hin. Okay, umdrehen und da ist er! Der Spike, awesome stuff, okay. I can really feeling it! Oh yeah. Leute, wie immer, viel Spaß gehabt, hoffe ich. Und ich war Dennis, haut rein!